was machen sie davon? Ja, aus dem Winkel habt ihr mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder selten, vielleicht ganz am Anfang mal. Ich sitze draußen bei meinem Meerschweinchen. Und ja, hinter mir ist der Stall, wo wir momentan drin sind. Wir haben noch einen zweiten. Der ist noch nicht fertig. Momentan mehr so Lagerplatz. Den wollen wir dann das Jahr irgendwann ausbauen. Und ich dachte, ihr, da ihr die Kleine hier noch nicht gesehen habt, ich hatte eine andere Lust, einfach die zu sehen. Mal gucken, ob ich sie vor die Kamera kriege. Die flitzen mich hier draußen gerade schön rum, die genießen nämlich auch die Sonne. Da sind schon zwei Nasen. Ja, wir sitzen im Stroh. Wir haben hier fünf Boden, gerade jetzt im Winter. War ja doch halt ein bisschen blöd mit Grünzeug und so, haben wir einfach Stroh ausgelegt. Einfach, dass wir nicht ausrutschen, dass die irgendwas haben, was nicht schlammig ist. Und ich glaube auch nicht, dass hier großartig wieder was wachsen wird. Letztes Jahr ist auch nichts gewachsen. Was wächst, ist gleich weggefressen worden. Also bleiben wir jetzt erstmal bei Stroh für den Boden. Irgendwo da unten drunter ist auch noch Erde. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da wieder was wächst, dass wir es zulassen. Und das Stroh finden die ganz gut. Wie soll das sehen? Das sind die Nase. Das sind zwei Näschen. Ja, hier haben wir noch eine ehemaligen... Es war ein Häuschen für die Katze, für draußen, aber sie nutzt es nicht. Haben wir es für die Meerschweinchen reingestellt. Die legen sich gerne drunter, aber nicht rein. Und wir lassen es einfach drinnen, so als Unterschlupfmöglichkeit. Momentan haben wir leider einen kleinen Mangel, was das angeht. Die sind über den Winter dann doch kaputt gegangen. Ja, mal, ja. Wie gesagt, aber unter den Hütten haben sie Platz. Wir brauchen halt neue Häuschen. Wir müssen neue Häuschen basteln. Die anderen sind alle kaputt gegangen im Winter, aber das passiert halt, weil Witterung. Passiert halt, wenn es draußen steht. Meerschweinchen genießen das Wetter draußen. Gell? Jetzt könnt ihr draußen rumflitzen, endlich wieder. Jetzt ist es wieder schön, die Sonne scheint. Und wir sitzen unterm Stroh. Miep, miep. Wer ist da? Wer kommt da? Miep, miep. Kommst du zu mir? Nee, wir putzen uns. Da ist er. Eins kommt. Hallo, alte Dame. Na, sie? Hüpf, hüpf. Sie ist die mutigste, sie ist Chefin. Die hat das Sagen. Genau. Miep, miep, miep. Hallo. Eine kleine Maus. Hallo. Ja. Du bist auch die Einzige, die man auch wirklich streicheln darf, die das will. Die anderen finden das ziemlich doof. Auch nur, wenn du halt Lust drauf hast. Ne? Hallo, meine Maus. Die anderen haben da wenig Bock drauf. Nicht in den Finger beißen, du Nuss. Erstmal in den Finger beißen. Könnte ja was Essbares sein. Wo sind die anderen zwei? Hier können sie quieken. Aber ich sehe sie nicht. Das ist der Nachteil vom Stroh. Die sitzen da irgendwo drunter. Und findet sie nicht. Muss ein bisschen aufpassen. Aber die sind ja auch nicht ganz so doof. Die haben ja auch hier... Na gut, hier ist auch platt getreten, da wo man läuft. Da haben auch die Becher hingestellt, dass sie sich da nicht... drunter buddelt, dass man aus Versehen auf sie drauf tritt. Miep, 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 miep. Ja? Du bist die Einzige, die sich zeigt. Ja, schöne, schöne Schuhe. Die anderen zwei? Ja. Suchspiel. Ja. So. Machen wir was anderes. Ich habe gedacht, ich genieße das einfach mal in der Sonne, nutze das einfach mal aus und. Ihr habt die halt einfach noch nicht gesehen. Ich dachte, verbinde das einfach mal. Machen wir mal was Neues, mal was anderes. Und die sind dann einfach putzig. Ich sagte, momentan haben wir hinten noch... Ich dachte, da hinten haben wir noch eine Kiste. Momentan ist sie noch leer. Da ist noch keine Brücke mit Geländer, weil Meerschweinchen nutzen sowas nur mit Geländer. Ja, ein bisschen was vor. Neue Häuschen wollen wir basteln, weil die alten kaputt sind. Das Ding wollen wir halt aufrüsten. Da muss ein neuer Boden rein, dass das auch das Gewicht aushält. Und dann halt eine Leiter, eine Treppe musste vor. Ja, und wir haben auch genug Platz. Ja, ist schwierig, kann ich, geht das? Also wir haben hier doch schon, ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter auswendig, aber es ist schon gut Platz. So, was haben wir hier? Werden da sein. Locker 5x5 Meter oder so. Mit halt geschützt für allem. Ich habe auch erst nicht gedacht, dass das Gitter hält, weil wir haben ja den Nussbaum drunter und der hat echt schwere Blätter und viele Blätter im Herbst. Aber es hat alles durchgehalten. Hat alles funktioniert.
Wir wollen jetzt gucken, dass wir, wenn jetzt wenn es in der Nacht nicht mehr so kalt wird, weil die drei Kollegen sind es ja gewohnt. Wir sind ja Außenhaltung gewohnt. Und wenn man jetzt, wenn es halt nachts nicht mehr friert und nicht mehr so kalt ist, dass wir ein paar mehr Schweinchen dazu holen. Dass wir ein bisschen mehr Gesellschaft haben. Sind auch alles drei Damen. Müssen mal gucken, entweder halt Damen dazu kriegen oder halt einen kastrierten Bock. An für sich wäre es ja besser, wenn wir ein, zwei kastrierte Böcke dazu haben, je nachdem wie groß die Gruppe ist. Das funktioniert ja besser. Und dann schauen wir mal, was wir so kriegen. Kann man sie sehen? Chillt da hinten. Ah, doch, so ein bisschen. So chillt da, ja, Napf und frisst. Die Chefin darf als erstes fressen. Ja, das wäre vielleicht mal ein interessantes Video. Vielleicht seht ihr es nicht. Mal gucken. Ich will ja eh mal ein bisschen was ausprobieren. Ich hatte jetzt auch, ich habe es schon angefangen. Ich bin gerade am Schneiden noch vom letzten Stück Stream. Der erste Teil und vielleicht der zweite ist schon live gegangen von Resident Evil. Ich will mal ein paar verschiedene Sachen ausprobieren. Mal so, was ich halt drauf Bock habe. Und mal gucken. Tutorials mache ich jetzt weiter. Ich habe wieder momentan Spaß dran. Es sind halt immer nur ein bisschen schwierig, die aufzunehmen, weil halt mein Computer und so nicht alles immer mitmacht. Jetzt habe ich die letzten Tage versucht, was zu rendern. Habe die Einstellung verkackt und es hat ganze zwei Tage gerendert. Und ich konnte einfach meinen Computer nicht nutzen, ohne dass es dann abstürzt. Aber ich wollte auch nicht aufhören und das dann halt durchrendern. Aber das letzte Stück hat immer länger gedauert. Am Anfang waren 800 Frames in Animationen. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt demnächst dann auf Instagram oder so sehen. Vielleicht mache ich es auf YouTube Shorts hoch oder so, weil die ist halt nicht lang, sind 800 Frames. Und ich habe halt einfach die Einstellung viel so hoch gestellt. Die ersten 100 Frames sind echt flüssig gelaufen, gingen ganz gut. Denkst du, okay, über Nacht kannst du es rendern. Nacht war fertig, war es dann bei 300 und so. Und umso länger es gedauert hat, umso langsamer wurden die Frames gerendert gefühlt. Wie gesagt, hat zwei Tage fast durchgehend gerendert. Also fast zwei Tage lang hat es gerendert, bis der komplette 800 Frames durch war. Ne? Ich habe da dezent was falsch eingestellt, nehme ich mal an. Das ist Qualität einfach viel zu hoch eingestellt dafür, dass das dann halt auf Instagram oder sowas so eine kleine Animation hochgeladen wird. Ja, passiert. Man lernt raus. Dafür ist es ja da. Dazu lernt man ja. Ja, und dann hoffe ich, das war für euch informativ, spannend und so. Ihr habt die süßen Meerschweinchen gesehen. Ja? Kann man sie sehen? Ihr chillt da hinten in der Ecke, liegt da und frisst. Ja, das ist ein Leben. Mama, schmeckt das gut. Ja, die alte Maus. Ist auch schon uralt. Ja, aber du lässt es dir gut gehen da hinten. Anscheinend, richtig gut. Futter ist da, Sonne ist da. Schöner kann es auch nicht werden für Meerschweinchen. Ja, dann. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und man sieht sich im nächsten Video oder so. Bye!